Moin moin, warum gehst du nicht wieder zu? Oder kann ich ja gleich gucken. Also willkommen erstmal zu Myst Survival. Ich bin jetzt im Menü und sehe auch gerade Press 7 to sleep. Das ist schon mal wichtig. Das wusste ich bisher noch nicht. Das habe ich noch nicht. Und wenn der Nebel kommt, kommen die Zombies. Los. So. Ich habe jetzt gerade schon einmal die Aufnahme gestartet und das Spiel auch, und ich bin währenddessen quasi ist mir das Spiel abgestürzt. Denn ja, wie das halt so ist, man versteckt sich im Auto. Ja, Crafting-Menü ist B. Man versteckt sich im Auto, weil wenn der Nebel kommt, dann ist Party. Dann kommen die Zombies und ja, man hat da echt Probleme, wenn man keine Waffe hat. So, das ist ein Rucksack, der ist ganz wichtig. Wir sehen schon das 2 Plus. Denn mit diesem Rucksack kriegen wir hier zwei zusätzliche Felder. Also nehmen wir das mal mit. Und wie gesagt, das Spiel ist Early Access. Wir kriegen auch noch andere Überlebende wohl, die wir handeln können. Was hier auch kurz angesprochen war, gerade eben, oder ja, hier im Coolest. Ich habe es jetzt schon zweimal kurz angespielt. Beim ersten Mal wurde ich von einem Bär quasi vergewaltigt, oder sag ich mal angeknabbert, sagen wir angeknabbert. Vergewaltigt klingt zu hart. Angeknabbert, dann hatte ich ein, zwei ja, blutende, drei, nee, drei blutende Wunden hatte ich, glaube ich sogar. Und ja, Steine gibt es hier auch, wie man sieht. Ja, und dann kam halt, wie es halt so leider ist in diesem Spiel. Wenn der Nebel kommt, der kommt nicht einfach langsam so, wie man sich das wünschen würde. Nein, er kommt sehr abrupt. Quasi von jetzt auf gleich. So, in der vorigen Aufnahme habe ich auch gezeigt, dass dort sind irgendwo Zombies im Gebäude. Haben wir noch Platz? Oh, hier haben wir noch Platz. Denn hier sind ja Autos. Und hier sind auf einmal überall Bären. Die hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ganz viel Kram, den man sammeln kann. Kann ich die Bären stacken? Warum stackst du die nicht automatisch? Sind das andere Bären? Blueberry? Blueberry. Und du willst da nicht drauf. Na gut, dann nicht. Autos durchsuchen. Man kann hier Sprit. Hier waren vorhin 5 Liter bei einem Auto. Jetzt sind es 6, ein paar zerquetschte. Das variiert also ein bisschen. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob die Gegenstände in den Fahrzeugen variieren. Hier sind auch ein bisschen Liter drin, das war vorhin weniger. Da oben war vorhin ein Swat-Helm. Gucken wir nochmal. Weil ich habe mich nur gefragt vorhin, ob wir hier rauf können. Und wir können hier wirklich rauf. Warum bin ich da nicht hingelaufen? Fällt mir gerade ein. Ich glaube nämlich nicht, dass die KI-Zombies hier hochkommen. Ja, und der ist hier wieder oben. Gut, das freut mich. Hat zwar diesmal eine schlechtere Wertigkeit. Ich glaube, letztes Mal hat er fast 50 gehabt. Auf der anderen Seite war vorhin nichts. Das ist wieder so. Gut, der Swat-Helm spawnt da wohl immer. Aber der Loot, denke ich mal, in den Fahrzeugen, der variiert. Und auf den Straßen. Ich habe noch keine Blaubeeren gefunden, also auf keinem Fall. Und da links am Eingang sind irgendwie Zombies. Hier rechts ist alles leer, schon ausgelootet quasi. Da kriege ich es nicht rein. Ach. Da kriege ich Painkiller rein. Aufmachen, aufmachen. Dose war vorhin auch drin. Und das hatte ich auch hier irgendwo gefunden. Ja, aufmachen, aufmachen. Nix. Nehmen wir auch mit. Es gibt Fahrzeuge, die können wir nicht öffnen. Zum Beispiel ihmchen hier. Finde ich ein bisschen schade. Oh, die sind besser. Nehmen wir auch die besseren. Viel wichtiger wäre mir eigentlich eine Waffe. Oh. Reifen. Hier
Hier scheiß auf die Äste. Wheels. Habe ich mich verguckt. Ja. Jetzt sind wir schon quasi voll. Da hinten ist noch ein Reifen. Die Ecke ist hier ganz gut. Wir machen es mal wie in der vorigen offen. Da sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein. So. Denn die Fahrzeuge habe ich bisher... Ja, das wird spannend. Oh, da hinten ist noch eins. Der ist mich irgendwie im Boden. Vielleicht ist deswegen das Spiel abgestürzt. Ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, oh, du erschreckst mich immer wieder. Scheißvieh. Ja, der Nebel kam. Ich wusste erstmal nicht, wohin und bin da eingestiegen quasi. Weil ich habe die Häuser da nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die Häuser bewohnt sind. Oh, hier wäre auch eine Hütte gewesen. Hier sind überall Autos. Ja, ey, ich töte dich. Das ist auch halb im Auto, im Boden. Das auch da hinten. Egal. Nehmen wir jetzt das hier. Hat keinen Spritz. Brauchen den ersten Reifen ein. 10 Minuten. Ich glaube, in echt brauche ich viel länger. Obwohl ich sagen muss, ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht. So. Und Zündkerzen rein da. Zack. So. Was drin, ja, das ist alles. Und dann haben wir hier hinten schön viel Platz. Da schmeiße ich jetzt mal alles rein. Ja, ich würde gerne nämlich den Wagen zum Laufen bringen. Wohl da hinten. Und bei eine kleine Hütte. So einen habe ich auch schon mal gesehen. Scheiße. Schade, der ich gefunden habe, der lag außerhalb, war da eine Axt. Kein Wasser, aber hier können wir Wasser reinkippen. Cool. Müssen wir nur wissen, wie wir Wasser abschöpfen. Warte mal ganz kurz. Permission none. Open Shelter Command. Mode to manage the survivors of this shelter or set up a new base. Ich jetzt einfach sagen, set as base. Oh, das geht. Small house, set as. Let's go. Also das ist unsere, ja? Unser. Unser Häuschen. Leicht erhöhte Position. Ich überlege gerade, wie ich bei 7 Days to Die auch machen würde. Ich würde hier schon mal hier eine Mauer ziehen. Später. Wenn das geht. Weiß ich nicht. Also man kann auf jeden Fall sich verbarrikadieren und man kann sogar mit einem Hammer das noch verbessern. Und hier ist meine Axt. Wir haben nur einen Eingang, das finde ich ganz gut. Die Hütte, die ich hatte, hatte nämlich zwei. Separat hier einen Eingang und die war dann da. Links neben dem Fenster. Ist doof. Dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Kann mich durch die Scheiben durch? Nee, über PUBG oder so? Nein. Gut, braucht auch kein Mensch. So, das ist leer. Könnt ihr auch gleich hier alles reinpacken. Ich würde sagen, das ist mal unsere Übergangshütte. Jetzt haben wir wenigstens eine Axt. Ja, dann können wir erstmal weiter loopen. Da hinten ist aber auch was. Weiß ich gar nicht, was ich looten soll. Auf jeden Fall. Wo ist meine Axt? Du kommst erstmal hierher. So. Unser Auto ist ja quasi... Die Autos haben wir noch gar nicht, ne? Nichts. Nichts. Ich... Mit Sprit merke ich mir gar nicht. Ah, ich kann auch alles... Warum habe ich den das nicht gleich gesehen? Ich dachte gerade, da wäre jemand. Aber wir hätten da hinten noch einen Reifen. Das muss ich. Das ist gar nicht so unwichtig. Ah, Motor! Raus!
20 Minuten. Oh. Ich gönne mir mal einen Schluck Kaffee. Und ja. Hier ist nichts. Das sind Nachbarn. Ich hatte über das Spiel gelesen, es gibt Menschen oder andere Überlebende, die nicht unbedingt freundlich gesinnt sind. Gut, dann gehe ich da jetzt nicht hin. Ich glaube, das ist auch wieder ein Auto, was wir nicht gelootet kriegen. Ist gar nicht 7, und ein paar zerquetschte Liter. Hier können wir echt Sprit holen. Das ist echt gut. Irgendwo hat man was liegen gelassen. Hier war es nicht. Doch schon alles? Nee, hier war doch irgendwo ein Reifen. Eine Batterie? Da die alles Sachen der Haltbarkeit. Oh ja, hier, Auto. Reifen. Da die alles quasi eine Haltbarkeit hat, also ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man alles so auf Reserve mitnimmt. Und die. Das schaue ich mir jetzt nicht an. Schlafen die? Dann wollen wir sie nicht wecken. Blut sieht doch so komisch an der Decke aus. Gut, es sind auf jeden Fall mehrere und das Risiko gehen wir jetzt nicht ein. Es ist 13 Uhr. Ich weiß nicht, ob die nachts auch rauskommen. Das weiß ich nicht. Gehen wir mal in die andere Richtung. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee, nicht wundern. So wie er mit der Axt läuft, sieht es ein bisschen bekloppt aus, aber ich muss sagen, für so ein Early Access Spiel, was erst frisch auf den Markt gekommen ist, wie gesagt, erst ein paar Tage alt, macht es einen guten Eindruck. Und, Batterie fehlt uns und Motor fehlt uns. Yes! Hat sich dicke gelohnt, ey. Wir haben den Wagen ja schon fast fertig. Nein, ich cancel, du Horst. Beinahe. Ein da. Ein Reifen und dann müssen wir irgendwie so einen Kanister finden. Na, aber schon einen Wagen. Da könnte man schon rein theoretisch gucken, ob wir woanders was, vielleicht eine bessere Heimat finden oder so. Weil mit diesen Nachbarn, da möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Vor allem ohne Schusswaffen oder so. Gehe ich dann nicht ran. Aber das sind die ganzen Fahrzeuge, die man irgendwie benutzen kann. Irgendwie so, ach so, der ist so ein bisschen im Boden, weil quasi keine Reifen dran sind. Boah, Stein, lass mal Stein sein. Bei Survival Games sollte man am Anfang eigentlich alles sammeln, aber wenn ich das jetzt schon wieder aufsammle alles, dann bin ich gleich wieder voll und kann wieder nichts tragen.
Nebel. 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 Ach, geht auf. Okay. Auch ein Autoreifen. Ha! Noch eine Axt. Jawohl. Ein Hammer. Ja, damit. Eine Dose. Oh, wir sind auch schon ganz thirsty. Dann trinken wir mal. So. Eating. Essen wir mal einen Stein oder einen Apfel. Ich glaube, wir essen besser den Apfel, nicht den Stein. So. Waffe. 5 Schuss. Das heißt, wir sind der oberste Hammerkiller. Was mir auch gerade auffällt. Also ist die Munition weg. Müssen wir nochmal drauf achten. Die sah so ein bisschen aus wie bei PUBG. Die Munition. Das kann ich. So eine Werkzeugtasche wäre eigentlich super. Warum kann ich die nicht einsammeln? Noch ein Motor. Jetzt kriegen wir aber die Autoteile hinterhergeworfen. Was ist, Mathilde? Ja, ist okay. Ja, guckt euch das an. Mathilde, warte mal. Du hast PUBG gespielt, ne? Ja, ich habe PUBG gespielt. Sind das nicht aus wie bei PUBG, die Munitionsdinger? Ja, sieht wirklich aus wie bei PUBG. Erinnert mich auch daran. Vielleicht ein bisschen besser ausgearbeitet von der Grafik her, ein bisschen anders. Aber es wäre jetzt eine Munitionsschachtel bei PUBG. Reale Vorbilder haben. Das weiß ich nicht, ob das in echt auch so ist. Danke für deine Meinung. Die Mathilde ist derselben Meinung. Also gerade bei der Grün bin ich felsenfestig, aber kann wie gesagt sein, dass sie in echt auch so aussehen. Ich schieße nicht. Oh, T-Shirt. Ah, dieses Menü. Kann ich das decken? Ach, Mann, oh Mann. Nix kannst du hier. Nix kann man hier stecken. Nehme ich ja Schrott-T-Shirt. Wäre auch cool, wenn ich das sehen würde, was ich anziehe. Finde ich zumindest. Tja. Nehme ich die Steine mit, lasse ich den Laub hier. Komm. Noch eine Batterie. Oh. So viel Autoteile. Da liegt noch ein Reifen. Oh, man kann Nägel herstellen. Leder. Sticks. Ja, Bottle of Water. Okay, ich krieg aus 3 Komponentenkisten Wasser. Okay. Water. Oh, wir können hier Eimer. Dann können wir den Bottich voll machen. Das ist noch viel besser. Das ist noch viel besser. Also wir brauchen diese Workbench, Werkbank, und dann können wir quasi Lockpick gibt's auch. Fallen, aber das können wir noch lernen. Müssen wir das Upgrade Workshop. Okay. Bogen. Ja, ein paar Federn hatten wir. Wie kriegen wir die Spitzen her? Ach komm, gibt eine Schmiede. Ich wette mit euch, es gibt eine Schmiede. Trink noch mal was. Also wie gesagt, man muss erstmal sammeln. Es gibt nur braune T-Shirts. Ist ja eklig. Nur braune T-Shirts. Wie langweilig. Ja, wir sind voll. Wir sind fast voll, sehe ich gerade. Und wir brauchen mehr... eine Kiste ist ja nicht mehr, ne? Ah, die haben noch ein Auto. Wenn mal der Nebel aufhört und weggeht, dann holen wir uns hiervon noch ein, zwei und dann bauen wir uns diesen Kanister und zapfen erstmal Öl ab und dann haben wir quasi ein Auto. Dann haben wir es schon. Da ging er ratzefatz.
Ich hätte jetzt gedacht, dass wir länger brauchen für so ein Auto, also. Da würde ich wirklich gucken, dass wir vielleicht eine bessere Unterkunft finden. Als die Hütte. Haben wir eine Map? Nein. Eine Map haben wir nicht. Also sie kommen nicht rein, das ist gut. Hier, die Geräuschmusik ist weg. Will doch nicht. Ja, was haben wir hier noch? Paint Thinner. Also Farbverdünner müsste das, glaube ich, sein. Vartex Pro. Hm? Was? Mumax Ultra. Oh. Hm. Okay. Das hier könnte man auch echt gebrauchen, oder? Wenn ich das so, könnte man genauso gebrauchen wie so ein Wägelchen bei The Forest. Da hat man so ein Wägelchen, da kann man Leichen transportieren, Baumstämme. Das wäre doch das Ding jetzt optimal. Autoreifen drauf, Batterie und dann habe ich dann noch mehr Platz. Und so ein Werkzeugkoffer wäre auch schön. Muss ich mir echt mal kaufen. Und abrupt ist die Musik vorbei. Und keiner mehr da. Hier waren noch definitiv Zombies. Ah, die kommen. Das war ich, okay. Ich dachte, das war wieder das scheiß Hühnchen. Ja. Toll gemacht, Heinrich. Toll gemacht. So. Ich bin mal gespannt, wenn der Winter kommt, weil es ja schon Herbst. Ob sich die... Ah, jetzt ist das Auto auch höher. Ob sich die Umgebung ändert. Und wie spät ist es denn überhaupt? Aha, 16 Uhr. Oh, der ist sogar besser. Können wir den tauschen? Schlechtere Batterie. Autoreifen. Autoreifen sind alle bei 100%. Das ist gut. So. Oh, dann haben wir nur einmal. Passt. Aber die Autoteile packen wir mal hier rein. Kann man gebrauchen. Scrap Metal konnte man, glaube ich, vielleicht was mitmachen. Damit vielleicht auch. Essen haben wir dabei. Ich würde dann quasi sagen, wir... wir rennen jetzt da nochmal hin. Nägel sollten wir uns mal... Ah, wir haben nur 4. Von diesen komischen Metallressourcen-Gedöns-Dinger da. So, ich weiß nicht, ob dann hier irgendwas reinlaufen kann. Ich mach mal zu. Jetzt haben wir hier und Nägel wäre schon mal geil. Aber geiler finde ich Sprit. Ach, da brauchen wir auch Scrap Metal. Craft your cell. Ach so, wir können auch eine KI dazu verdonnern, das zu bauen. Scheiße. Ich hab gerade keine KI. Sorry. Oh, ich hab's trotzdem gebaut. Hä? Ging ja schnell. Okay. Wir haben's. Und dann können wir das automatisch wieder stacken und. Jo, what nu? Ja, diese Components fehlen. Was soll das sein? Schrauben? Ich weiß es nicht. Metallschrott. Was man halt so ansammelt, ne? Oh, warte mal. Oh, wir können das sogar upgraden. Was ist das denn da? Gibt es sogar ein Storage? Ja, was ist jetzt diese Mütter-Dinger da rechts? Wo kriege ich die her? Hm. Egal. 17 Uhr. Ich finde... Oh, warte mal. Autoreifen nehmen wir mal mit. Hier war noch irgendwas, oder? Ah, da. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Oh, ich bin voll. Gut. Hat sich die Frage geklärt.
Merken wir uns. War mal 17 Uhr im Spiel, 17 Uhr mal draußen. Warte, nein, keine 17 Uhr. Wie, was habe ich jetzt in Echtzeit? 19:25 und es ist noch hell draußen und hier geht schon die Sonne unter. Tolle Wurst. Aber unser Häuschen ist nicht weit weg. Ach, ich wollte doch Sprit aussaugen. Verdammte Axt. Da ist jetzt nichts drin. Und das ohne Schlauch. Gut, dann haben wir jetzt schon mal zwei paar Zerquetschi. Alter, wenn ich noch Platz hätte, ne? Du kleines Scheißvieh. Also, das ist unser Wagen. Der hat auch noch was. Jetzt haben wir fast 4 Liter. Auch was? Also dann haben wir ja schon quasi richtig was in dem Ding drin. Ich weiß auch nicht, wie voll ich da machen kann. Das ist ein leichtes Gurgeln. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt im Spiel oder Real Life ist. Aber eigentlich habe ich gerade gegessen. Hier war noch irgendwo noch viel Sprit drin. Ja, hier war. Wie viele Liter haben wir jetzt? Fast 13, also 12,5. Noch die Zeit. 18.05 Uhr. Ich wette mit euch, so schnell wie der Nebel kommt, so schnell kommt hier auch die Dunkelheit. Tippe ich mal drauf. Ich weiß es nicht. So weit habe ich noch nicht gespielt. Ah, hier, 6 paar zerquetschte. Au raus da. So. 19. Gerundet. Noch was. Das ohne Schlauch. 20. Ah, der hat noch was. 20 Liter ist Maximum. Okay. Also wir haben echt den... Komm ich da nicht hoch? Der ist ja eigentlich gar nicht blöd hier. Das ist ja ummauert. Ich muss mal gucken, wenn wir Mauern bauen können, quasi aus Holz oder so, einfach hier zumachen und schon haben wir eine Festung. Also quasi einmal umzingelt, dann können wir da unser Häuschen hinstellen. Oder halt, vielleicht können wir auch ein anderes Haus dann nutzen. Und dann haben wir dick die Festung hier. Kommt doch keiner rein. Vielleicht über die Mülltonnen geklettert, ja, aber... Dumme Zombies soll es doch reichen. Alter, wart ab. Wart ab. Nächsten Tag bist du fällig. Ich hoffe, mir wird der Wagen nicht geklaut. Oh. Tanken dauert genauso lange, wie das Ganze rausziehen. Ich würde mal sagen, ist voll getankt. Reservezündkerzen sollten wir mal finden. Und... ja... haben wir jetzt Platz frei? Oh, nee, haben wir natürlich nicht. So, dann würde ich sagen, Scrap Metal oder Autoreifen.
Reservereifen sollte vielleicht aber ins Auto. Wir so ein bisschen Platz schaffen. Das Problem ist ja, die Workbench ist da hinten und nicht hier. Das können wir auch mal hier essen. Brauchen wir auch nicht. Wir haben nur was dabei. Das lege ich auch erstmal raus. Hämmersche und das. Wir haben schon eine Waffe. Lege ich auch erstmal ab, dass wir fast wieder nichts haben. Ja. Dann hacken wir mal Bäumchen. Du bist jetzt dran. Und man sieht doch richtig. Naja, schade. Nicht bei jedem Schlag. Also das ist bei Forest ein bisschen besser. Ist aber auch mittlerweile fertig, ne? War ja auch, ich glaube, lange, ich glaube 4, 5 Jahre in der Early Access Phase. Und hier, ja, hier kriegen wir Blätter. Tree Bark Rande. Hier Rinde. Okay. Und boah. Also wie ich schon vermutet habe, Laubäste kriegen wir, indem wir einfach mal ein Holz hacken hier. Zack, Timber, Baum fällt. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Wir können auf jeden Fall mehr tragen als bei The Forest. Sind halt Muckimänner. Allein bei The Forest konnte man ja schon zwei dicke Baumstämme, die noch dicker waren als die da gerade, einfach so übereinander nehmen und stapeln. In Real Life werde ich euch besch. Ich wette drauf, ich kriege nicht mal einen getragen. Nicht, dass ich das mal versucht habe, aber bin halt Stadtkind und ich habe nie einen Baum gehackt. Das wäre bestimmt auch mein Erlebnis. So, die Musik ist gewechselt. Es ist bestimmt dunkel an die Abend. Ja. Ich höre auch irgendwie, ob sich jemand unterhält. Der passt irgendwie nicht. Aber wir brauchen unbedingt Nägel. Hier, weil die Fenster will ich alle abdichten. Also. Können wir irgendwas machen? So, wir können doch erstmal hier auch mal Platten herstellen. Dann sehe ich auch gerade, wie verhungern und verdursten. Natürlich super. Ziehe ich das da wieder rein. Eat. Reicht irgendwie nicht. Okay, dann trinken wir noch was. Und ich glaube, wir sollten uns langsam mal hinlegen. So, was können wir noch machen? Wood Scrap, okay. Stick, kann ich mit Stick machen? Basic Wooden Arrow, okay. Dann machen wir davon mal einen. Jetzt haben wir einen Stick. So, und nu? Basic Wooden Arrow Stick. Refractive Arrow, very low damage. Ein Holzpfeil oder was? Ohne Feder. Würde ich jetzt mal tippen, aber hey, ha! Wir haben ja keinen Bogen. Ha. Das ist einfach ein. Der hat da hinten eine Kerbe und vorne eine leichte Spitze. Also ganz primitiver Holzpfeil. Wir müssen auf jeden Fall noch looten. Was kann ich aus der Rinde machen? Ah, hier. Tree Bark. Also da können wir Seile rausmachen. Laub und ja, Rinde. Gut. Das wollte ich nochmal testen.
Kommt in unser Holzschrank. Alles da mal rein. Das kommt da auch noch rein, bitte. Hallo. Und dann nehmen wir noch was zu essen. Und zu trinken. Das ist schon fast alles. Ich habe nichts in Reserve. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break. Was ich noch testen will, was war 7? Ja. Schlafen legen. Da haben wir nur ein Fenster. Hier haben wir mehrere. Wir legen uns da mal hin. Und wir haben es fast 22 Uhr. Und wir haben dann wieder Hunger, wenn wir aufwachen. Komm, lass uns mal ausschlafen. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt und dann gucken wir mal, was der nächste Tag bringt. Ich werde jetzt zu diesem Spiel, ich weiß nicht, wie groß der Umfang schon ist. Ich werde einfach erstmal 2-3 Videos machen. Vielleicht maximal 5. Muss ich mal gucken. Und werde das mal veröffentlichen, gucken, wie euch das Video gefällt. Oder, Video sei schon. Wie euch das Spiel gefällt. Und ja, wenn es euch gefällt, mache ich natürlich mehr. Und wenn es natürlich mehr gibt im Spiel, werde ich auch mehr machen. Ne? Ansonsten, wie gesagt, erstmal kommen ein paar Testfolgen und dann schauen wir mal weiter. Ich gehe jetzt schlafen und dann sehen wir uns ja, nächstes Mal wieder bei Mist Survival. Haut rein. Ciao.